Gibt es eigentlich so ein Ranking oder so? Also bei dem neuen Ding gibt es das auf jeden Fall. Cool. Ich glaube, das läuft so ähnlich wie bei StarCraft. Cool. Also gibt es nur eine Liga, aber reicht halt. Tickle 9. Wir haben jetzt irgendwie gelesen, dass Deutschland die schwächste Fraktion sein soll im Early Game und so. Weil die Infanterie angeblich sowas sagen soll, aber just learn to play, würde ich mal sagen. Ja, solange nicht insgesamt die Schwächste ist, denke mal, die werden das schon halbwegs gebalanced haben. Ja. Ist mir das voll Wumpe, weil es gibt immer eine Taktik, die noch keiner gekannt hatte. It's all about all about the noobs. Wie heißt denn das nochmal auf Englisch? Anpassung. Uff. Müsst noch was trinken, da. Mich fragst du wieder nicht. Da gibt's ja 1000 Wälder. Ich glaube, das Militärische wahrscheinlich Adaption. Ja, Adaption. Ist auch im Deutschen Adaption. Stimmt. Ja, muss auch mal sagen, ja, in meiner Militärzeit hatte ich auch ein Buch, wo Englisches und Französisches militärisch drinstehen. Ne? Im Französischen sei aber mal nichts hängen geblieben. Oh, wo kommt denn, ja? Französische Wörter sind auch alle, beziehungsweise Begriffe sind auch alle so scheiße lang. Wunder, dass sie den Krieg verloren haben. Den Krieg. Ich meine die Krieger. Oder soll ich sagen, die Kriegsführung an sich verloren? Weil jedes Volk kann irgendwas, ne? Der Irak kann zum Beispiel Massenvernichtungswaffen so gut verstecken, dass es selbst nicht mehr findet. Na, da müssen erst die Amerikaner kommen, denen zeigen, wo die waren. Und, boah. Die Engländer, die können gut, naja. Tee haben die. Schwarzen Tee. Schwarzen Tee haben die. Ja. Haben sie nicht immer auf ihrer Insel, aber okay. Hatten eigentlich nie was auf ihrer Insel. Das stimmt. Tim, den Golfstrom nehmen wir. Amerika. Ja. Hier ist übrigens ganz dumm lang zu gehen. Das wollte ich dir nur mal zeigen. Was ist das eigentlich für ein Weg? Russland hat all das, was im Deutschen Reich eigentlich ausmacht. An sich hat Russland alles Außenmäßige von Deutschland gestohlen und USA hat alles Außenmäßige, was sie bei Russland abgeguckt haben. Also eigentlich ist der Urvater von Außen ist Deutschland. Das stimmt. Von uns kommt ja auch die Sprache. Nicht das Russische, aber wenigstens das Englische. Immer wieder unseren Krieg der Welten, Dude. Ja. Lass deine Finger bei dir. Ja, dann kommen jetzt Leute und sagen, aber die Briten, die hatten die Panzer. Dann sage ich, die Deutschen an dem Ersten Weltkrieg, diese kleine Mini-Panzer, die in die feindlichen Gräben gefahren sind und hochgegangen sind. Screw you guys. Das stimmt. Fängelsteuern. So ein Draht, glaube ich. So wie die ja. Torpedos am Anfang. Geil. Ich weiß nicht, ob man ihn lenken konnte, aber er konnte wenigstens anhalten, wo er war. Ja, bei mir ist irgendwie ein großer Einsatz. Also, denke ich, wohne in einer ziemlich großen Stadt. Inszeniert. 26k oder was wir hier haben.
Vielleicht sind sie inzwischen sogar 27. Ja. Scooby, wir fliegen in eine Zangermarsche. Nach Teridor. Oh Gott, die Katze hat gerade eine dicke Matte erwischt. Oh, die knackt. Du bist da? Ich bin hier. Ich war nur noch im Ladescreen gefangen. Wir haben die Indies jetzt so oft gemacht. True. Mal warten, bis die nächste gute Level-Indie kommt. Das wird wahrscheinlich schon die nächste sein. Ach, tschüss. Nein. Aus. Hey, nein. Jetzt müssen wir auf den Lebensbanger. Gut, ich habe ein Problem. Außer ich komme als Greif hier. Ne, komm ich nicht. Wo bist du denn gestorben? Auf so einer Spitze. Jetzt muss ich im Rescue Action Team machen. Weißt du, wenn du auf der Map guckst, das ist ja Außenposten der Blutschläge, ne? Und da, bei den Spitzen überhaupt des Tunnels, der von den Zangermarschen nach Schergard reinführt. My way. Du mein Geist da schon freigelassen hat, alles, oder? Deswegen siehst du mich nicht auf der Map, tja. Eher weiter unten die Spitzen, oder oben? Ich bin ganz schön lang gefallen, also vielleicht ist es weiter unten. Laut Map so ganz so eine Spitze links von mir. Wenn man auf der Map guckt. Ja, vorne auf der Spitze. Mittelmäßig. Ich bin hier richtig. Ja. Dein Leich ist ja nicht verschwunden, aber dein Geist. Nee, ist er noch. Falscher Bubble. Puh, hab ich geschafft. Niemand hat gesagt, dass es ungefährlich ist. Ich versuche trotzdem mal hinzukommen, vielleicht komme ich irgendwie dran. Ich weiß nur nicht genau, wie weit ich vom Boden entfernt gestorben bin. Sind die hoch. Siehst du mich? Kannst du mich lotsen? Ich sehe dich, aber darauf. Stell dich mal genau unter deine Leiche. Okay. Wie fliegst du noch weiter weg, wie kann das sein? Ah, okay. Ne, ja, das war meine Schuld. I know. Der Preis wurde scheinbar schon gesenkt für Soul Squad. Squad, nur noch 30 Euro. Und davon, wie das bei Mediamarkt dann ist.
Nur ob ich da was Spezifisches zu rausfinden kann. Das ist ganz in der Nähe, oder? Ich will da das. Du musst ganz schön hochgestorben sein. Zu meiner Verteidigung, das kam mir echt nicht so vor. Hier kann es nicht sein. Warst du schon über die Stacheln hinaus, als du gefallen bist? Nee. Also bist du noch direkt an der Wand quasi auf so einem Stachel sein. Echt nicht sein. Ich versuche schon überall immer wieder zu beleben, aber es steht aus der Reichweite. Ich glaube, das geht nicht, weil mein Geist schon freigelassen ist. Ich glaube, dann kann man das durch das an Dingen nicht mehr machen. Sich sagen. Aber heißt dein Reich ist auch nicht mehr da? Doch, dort Leichen sieht man noch so lange, bis ich mich wieder belebt habe. Du müsstest das anders machen. Ha, es klappt. Nice. Sehen wir da raus, kommst. Ah, nee, kommst ja bei mir raus. Ich glaub, deine Leiche kann man auch gar nicht. Da ist deine Leiche gewesen. Guck's dir an, jetzt sieht man das Gewehr. Wie klein sie ist. Ach. Dein Skelett wäre auch so deformiert gewesen, wenn du von so weit oben gefallen wärst. Du bist aber auch da voll in der Wand eigentlich. Die nicht gesehen haben. Das ist echt tricky, ja. Ein kleiner Vorsprung. Ich glaube, du bist auch gar nicht zu sehen gewesen, keine Ahnung. Nein, komm. So, ich muss mal kurz die Katze rauslassen. Jo. Ich gehe auf Folgen. Alles klar. Scheiße, wo ist denn Folgen? Ach, da. Okay. Wir können jetzt Kohle alles zurückzahlen, ja. Aber das mache ich nicht. Ich bin da nicht so ein Arsch. Wie gewisse andere, ja.